Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Ja, ich bin extra in diesem Fenster hier schon, oder fange schon in diesem Fenster an, weil hier seht ihr Spielversion 1.5.0. Ja, die 1.5.0 Beta wurde als Experimental jetzt veröffentlicht, heute am 9.4., wo ich das Video aufnehme. Ich habe mir gedacht, da muss ich doch sofort mal reingucken. Und wow, das sieht auf jeden Fall schon mal völlig anders aus. Aktive Mods, Mod Manager, Realistic Mod, wird auch als grün angezeigt, müsste kompatibel sein. Ja, die sind natürlich alle nicht kompatibel, das ist aber okay. Realistic Economy Hard Mode. Habe ich den? Ich dachte, ich hätte den Padubax Economy drauf. Oder aktiv, aber offenbar nicht. Gut, nehmen wir den. Bin ich auch mit glücklich. Ja, Mod Manager möchte ich verlassen. Also die Oberfläche sieht schon mal ganz anders aus. Hat was. Ja, ich würde sagen, wir starten mal das Spiel oder setzen fort. Mal gucken, was sich da alles getan hat. Die größte Änderung, die werden wir wahrscheinlich gar nicht groß spüren, weil die ist im Hintergrund, im technischen Bereich. Und zwar wird jetzt ein Prozessorkern mehr genutzt. Ja, Lieferungen werden alle abgebrochen und ich nutze die Schnellreise fort. So. Welcome to new home screen. From here you can interface with all functionalities in the game. Below you can find all the game functions. Okay. That familiar with the main menu, also die quasi das Main Menü mit beinhalten. Es scheint auch noch nicht alles übersetzt zu sein, habe ich den Eindruck. Hier oben sehen wir die Statusbar. Unser Geld, Profit der letzten 7 Tage, Desktop, Tour, Home, Permanent Quick Menu, okay, da haben wir so ein Quick Menu, Updated Drive Button, Remains the Connection to the Driving World, also okay, das ist, damit gehen wir auf Drive, Thanks for Reviewing our Home, okay, Complete. So, was haben wir denn hier? Ah, ach so, das war hier sonst, ne? Genau, ich erinnere mich. Hier war das sonst alles untergebracht. Jobs, Aufträge, Navigation, Weltkarte, Schnellreise, Konvois. Ah. Da können wir dann in den Multiplayer gehen. Carrier, Fähigkeiten. Also, das sind die Sachen. Wir haben eine E-Mail. Neue Spezialtransporte, okay. Company LKW Manager. Ja, das macht Sinn. Auflieger Manager, wir haben allerdings keinen Auflieger. Fahrer Manager, da muss man, das sind nur so Kleinigkeiten. Das ist wie gesagt eine Experimental Version. Also nicht nur Beta, sondern tatsächlich Experimental. Und ich gehe mal sehr schwer davon aus, werde die einmal, also dieses Profil, was ich hier jetzt gestartet habe, werde ich nicht mehr mit der 1.49 öffnen können. Gehe ich mal sehr stark von aus. War zumindest die letzten Male immer so, weil die dermaßen große Änderungen machen, dass solche Updates nicht einfach zurückgesetzt werden können oder nicht rückgängig gemacht werden können. Also dessen muss man sich bewusst sein, wenn man ein Profil einmal in der neuen Version öffnet, wird man nicht wieder auf die alte zurück können. So. Wenn da natürlich ein großer Bug auftritt, dann hat man ein bisschen Pech. Garagenmanager, ja, dann haben wir Colorado Springs. Services, LKW-Händler, Auflieger-Händler, Gebraucht-LKW, Bank, Arbeitsagentur, Informationen über den LKW und seinen aktuellen Zustand. Ah ja. Sehr schön.
Wie komme ich hier wieder raus? Mit Escape. Okay. Was haben wir noch? Gebraucht LKW. Ja, da hat sich nicht viel getan. Ne? Hier unten, ja klar. LKW-Manager, Fahrer-Manager. Jetzt ist das hier unten alles. Schön, gefällt mir. Also es sieht sehr ordentlich, sehr aufgeräumt aus. Katalog, Logistik-Map. Trailer-Index. Truck Explorer. Was ist das? LKW Design. Gab's das im Alten auch schon? Schick. Western Star. Hier kann man so ein bisschen sich durch die Trucks durchprobieren. Hat was. Canvas. Der Mac. Peterbilt, das ist ja der, den wir haben. Und hier müsste man ja jetzt dann. Ah, das geht erst mit höherem Level. Okay, das ist trotzdem noch ein bisschen levelabhängig. Cool. Feine Sache. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es das vorher auch schon gab. Trailer-Index, das sind die verfügbaren Trailer. Das ist ein Dingsblatt, ne? Ein Rotorblatt, also für ein Windrad. Bootstieflader. Also könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, ob es das auch schon für diese Übersicht, ob es die auch schon für vorher gab. Also mir gefällt die sehr gut. Katalog, Trailer Explorer. Achso, da können wir dann die. Was ist die Logistik-Map? Da will ich jetzt aber auch mal reingucken. Ah, das sind die verschiedenen Frachten, die man also so hat. Wo es die gibt, was es da gibt. Okay. Katalog. Genau, und da können wir Trailer Explorer, wie gesagt, da können wir dann uns die Trailer ein bisschen designen. Frachtvorschau. Ah, ich kann ja sogar eine richtige Vorschau machen. Und dann ändern sich jetzt zum Beispiel die Beschilderungen, abhängig davon, was man für eine Fracht hat. Zumindest bei denen, wo die Fracht halt entsprechend wechselt, ne? Klar, hier gibt es dann die einzelnen Diversionen noch. Hat was. Dann würde ich aber gerade gerne nochmal in den Truck Explorer gucken. Ah, ne, da habe ich sowas nicht. Aber da habe ich hier halt die verschiedenen Sachen. Also das finde ich eine sehr schicke Sache. Da kann man sich im Prinzip vorher mal durchgucken, was es denn so gibt als Auswahl. LKW-Aufrüstteile. Ah. Peterbilt. Mac. Auflieger-Aufrüstteile gibt es auch. Da kann man sich dann so durchklicken, wenn man das gerne möchte. Schick, schick. Was haben wir noch? Auflieger-Aufrüstteile. Ja, Media, Galerie.
Ach, das sind meine Bilder, okay. Das sind so die Screenshots, die ich zwischendrin mal gemacht habe. Trophäen. Ah, die müssen wir noch alle fotografieren. Ja, das habe ich natürlich, da habe ich noch nicht eins gemacht, glaube ich. Aussichtspunkte. Die, die man aktiviert hat. Städte. Bakersfield. Die müssen wir auch noch entdecken. World of Trucks Galerien. Okay. Was haben wir noch? Spotlight-Bilder. Keine Bilder vorhanden. Ich denke mal, das wird in der Zeit noch gefüllt. Was hieß es hier? Spotlight. Blättere online durch eine Auswahl spektakulärer von Hand ausgewählter Bilder aus World of Trucks. Ja, Fotomodus. Das ist der Fotomodus. Und System. Optionen. Da können wir also die üblichen, die ganzen... das sieht auch schick aus. Also muss ich sagen, haben sie sehr schön umgesetzt. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schön. Doch, die Blockaden anzeigen, das machen wir natürlich immer. Ja, ich glaube, die hat er so übernommen, wie diese vorher auch waren. Das sieht ganz gut aus. Das müsste auch passen. So wie das aussieht. Ja. Haben wir neue Gameplay-Einstellungen? Das wäre hier noch die Frage. Zufälliges Desktop-Hintergrundmotiv, ne? Schwierigkeitsgrad parken, immer auswählen, echte Automatik. Rotation der Lenkungskamera bei Rückwärtsfahrt, ja, ist deaktiviert. Blinkerkamera gibt es aber auch nicht. Namen auf Karte auch in Landessprache. Können wir eigentlich mal machen, ne? Meilen, Kilogramm und Tonnen, Celsius, ja, das passt. Öffne den Chat mit aktivieren. Konvoi-Einstellungen. Namensschilder, ja. Nö, das sieht so aus, als wäre das alles soweit gleich geblieben. Notbremssystem, ja, das habe ich deaktiviert. Adaptive Geschwindigkeitsregelung, die ist aktiv. Lane Assist Mode. Ist der neu? When enabled, so Lane Assist the mode audible warns you when you are about to leave. So, also die warnt mich, wenn ich die Spur verlasse. Keep support also automatically steers your truck. Oh. Keeping support machen wir mal. Weil dann müsste er auch, wenn ich die Spur verlasse, müsste er wieder zurücklenken automatisch. Das ist, glaube ich, neu. Das ist, wäre mir jetzt auch noch nicht aufgefallen. Sehr schön. Grafikeinstellungen, ja, das bleibt. Sieht insgesamt auch alles sehr gut aus. Also ich muss sagen, gefällt mir richtig gut, was sie hier gemacht haben. So, und hier kommen wir zum Homescreen zurück. Konvoi, da können wir die Lobby machen. Navigation, Jobs, schnelle Aufträge. Und da komme ich einfach zu Drive. Carrier, Fähigkeiten, Carrier Progress. Was haben wir da? Achso, das sind die Statistiken. Okay, Firma. Fahrermanager, Garagenmanager, Aufliegermanager, Services, da haben wir die Bank und Katalog, da haben wir die Aufrüstteile, genau, Media. Achso, das ist ja im Prinzip das gleiche, was wir hier oben auch haben. Ah, okay. Weltkarte, hat die sich geändert? Ich könnte es ehrlich gesagt nicht mal sagen. Das sieht aber anders aus, glaube ich. So, Aufträge.
Also die ganze Optik ist schon richtig schick geworden, muss ich sagen. Wir stehen hier in Fort Worth, zählt das, glaube ich, zu. Da gibt es den Holzstapler. 2,5 Meilen pro 5 Dollar pro Meile. Angebot läuft ab in 8 Stunden. Den würde ich sagen, holen wir doch, oder? Ich würde sagen, den holen wir ja. Als Navi-Ziel einstellen. Da fahren wir jetzt auch noch mal hin. Fortfahren. Ja, ich glaube, ich werde das. Zeit zu gehen. Heute mal also außer der Reihe noch bringen. Einfach um zu zeigen, ja, was sich da groß geändert hat. Deswegen werden wir jetzt mal kurz zum Trailer fahren. Wo muss ich raus? Ich könnte mal gerade noch tanken. Das hat sich auch von der Optik her komplett geändert, da das Menü. Aber schön, gefällt mir. Ist schön geworden. Sie haben keinen Auftrag. Dann fahren wir hier gerade mal raus. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. So. Ach, hier hätten wir auch rausgekonnt. Biege nach rechts ab. Da hätten wir auch Achtung, rausgekonnt. achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich kann jetzt natürlich leider nicht einfach mal bis auf Seiten den Ausfahrt links nächsten klar. Tag vor spulen. Nimm die Ausfahrt links. Aber so wir testen Rechts halten können, und dann rechts abbiegen. Lane Assist. Der warnt jetzt, aber er Biege müsste nach eigentlich rechts ab. auch mich wieder zurücklenken. Ich muss es aber nachher mal gucken, wenn man mal ein bisschen geraderes Stück haben. Funktioniert das hier auch? Ne. Kurve macht er nicht automatisch. Das wäre auch ein bisschen viel verlangt. So, wenn ich blinke, ist er glücklich. Also reagieren tut er noch nicht drauf. Biege nach rechts ab. Kann aber auch sein, dass es, wie gesagt, ist noch alles experimentell. Ich weiß nicht, ob das schon richtig aktiv Links ist. halten und dann links abbiegen. Scheint jedenfalls noch nicht aktiv zu, oder nicht, also zum Teil zu Biege nach funktionieren. links ab. Oh. Weil wir haben ihn doch eingestellt auf Gameplay. Lane Assist war eingestellt auf Keeping Support, ja. Both Modes are only active at speeds above 55, also über 35 Meilen. So Lane Assist also considers your usage of the signals before engaging. Also über 35 Meilen funktioniert das nur. Okay. Gar nicht, ob ich schon über 35 Meilen war. Müssen wir mal testen. Weil gepiept hat er ja auf jeden Fall, aber zurück in die Spur hat er nicht gemacht. Aber wie gesagt, das kann natürlich auch sein, dass das eben erst noch richtig kommt. Dass das noch gar nicht so richtig aktiv ist.
Will ich nicht ausschließen. Ist wie gesagt experimental, also eigenes Risiko, wer das aktiviert. Und wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass ich mit diesem Profil, das ich jetzt hier nutze, nicht mehr auf die 1.49 zurück kann. Eben weil es einfach recht gravierende Änderungen gibt in der Version. Und dann geht das in der Regel nicht. Also von dem her lohnt es sich vielleicht auch die Spielstände zu sichern vorher, dass man sie unter Umständen nochmal wieder zurückspielen kann. Sofern das dann funktioniert, da würde ich aber auch nicht die Hand für ins Feuer legen, dass das geht. Immer geradeaus. Von dem her, ja. Aber sieht von den Änderungen her wunderschön aus, gefällt mir sehr gut. Und freue mich, dass wir da jetzt, ja, bald rechts halten. Ausfahrt rechts nehmen. Warum piepst das? Weil ich blinke, ja, dann ist das doch okay. Ja, das. Oh, so sagt er nichts. Und dann links abbiegen. Hm. Biege nach links ab. Hm. Aber wie gesagt, das kann gut sein, dass das erst noch richtig implementiert werden muss mit diesem Lane Assist, dass da einen zurückbringt in die Spur. Wenn ich das richtig verstanden habe, macht er das. Oder ist das nur irgendwo eine Markierung, dass er mir was anzeigt? Keine Ahnung. Müssen wir uns überraschen lassen. So, die Folge wird jetzt dann noch gleich zu Ende sein, sobald wir am Ziel sind. Und ich das aufgesattelt habe. Und ja, wie gesagt, die werde ich jetzt zwischendrin einfach mal zeigen. Um ja eben einfach halt zu zeigen, was sich da getan hat mit der 1.5. Und natürlich auch um zu zeigen, dass sie draußen ist. Für die, die den Newsletter von SCS Software nicht kriegen. Mir gefällt sie sehr gut und wir werden dann auf jeden Fall auch noch künftig jetzt die Neuigkeiten. Los Angeles gehört, glaube ich, zu den Orten, die neu gemacht worden sind. Das sieht auch, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Auftrag annehmen. Los. So, wo steht der Kollege da? Dann bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann bei den, ja, jetzt bei den kommenden Folgen, was wir da alles noch Neues entdecken können. Ich habe jetzt gar nicht genau geguckt, wohin der Auftrag geht. Ich wollte hier, wie gesagt, eigentlich Richtung Los Angeles, weil da soll es jetzt viele versteckte Routen geben, oder einige versteckte Routen. Okay, wir fahren los. Aber das werden wir dann machen. So, ja. Jetzt beenden wir erstmal die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal mit dabei, wenn wir dann hier unsere, ja, erste Tour in der 1.50 Beta Experimental machen. Und, ja, bin mal gespannt, was sich da alles noch so tut jetzt. Ich sag danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.